Meine Freunde lachen mich aus, weil ich Bitcoin bei 65k gekauft habe und jetzt im Minus bin. Was soll ich tun? Das ist halt immer wieder so ein Thema. Wir sind in einem extrem volatilen Markt. Darum sagen wir euch immer, kauft nicht oder beziehungsweise wir kaufen nicht in den Bärenmarkt. Wir können euch das ja nicht sagen, wir sind ja keine Finanzberater. Aber was ist wohl passiert? Wo waren die 65k? Gucken wir uns das mal eben kurz an. Du hast gehört, Bitcoin toll, Kryptos toll und hast hier ungefähr eingekauft. Wo sind die 5? Da. Du hast dort eingekauft. Wir haben ein All-Time-High gebildet von 69.000, also fast 70.000. Und da kamen die ganzen Moonboys. Das Ding geht auf 100.000. Hast dich vielleicht ein bisschen beeinflussen lassen davon, warum du hier zu diesen Preisbereichen bei 29.000, bei 30.000 nicht bereit warst zu kaufen, weiß ich nicht. Dann ist das Ding gestiegen. Hast gedacht, puff, bei 30.000 niemals kaufe ich da ein. Das Ding steigt, steigt, steigt. 69.000 rein. Wir sind fast bei 70.000. Jetzt ist der hier bei 50.000 eingekauft hat, den man eventuell ausgelacht hat, im Plus. Dick im Plus sogar. Der ist mit 19.000 Euro im Plus, wenn er einen Bitcoin gekauft hätte. Und jetzt schreien sie alle hier oben, das Ding geht auf 100.000, ihr erinnert euch. Ja, was jetzt? Was ist dann passiert? Es ist nicht auf 100.000 gegangen. Es ist gefallen. Es ist gefallen und hat hier einen neuen Tiefpunkt nach dem Hoch gesetzt. Ja, was ist neuer Tiefpunkt? Also hat einen Tiefpunkt nach diesem Hoch gesetzt von ungefähr 32.000. Das heißt, du hast bei ungefähr 65.000 eingekauft. Gehen wir mal davon aus, du hast einen Bitcoin gekauft. Dann hast du gute 33.000 Euro Verluste gemacht und bist jetzt dick im Minus. Hast wahrscheinlich deinen Freunden erzählt, hoho Leute, ich habe jetzt Bitcoin gekauft, ich bin jetzt ein Held, das Ding geht auf 100.000 und dann verdiene ich mir 45.000 dazu. Jetzt hängst du halt hier und den du das eventuell empfohlen hast oder den du das gesagt hast hier oben, irgendwie müssen die erfahren haben, dass du da eingekauft hast, ne? Hast vielleicht angegeben, hast gesagt, ich habe es jetzt gekauft. Guck mal, macht das auch mal, Leute. Ihr werdet gute Gewinne machen. Die waren vielleicht skeptisch, haben die gesagt, ey, macht das nicht, verkauf mal lieber. Das Ding wird vielleicht fallen, alles volatil und alle Banker raten einen davon ab. Du so, nee, ich kaufe das trotzdem, ich lasse das jetzt. Ihr habt keine Ahnung, das geht auf 100.000. Jetzt hast du 33.000 Euro Minus gemacht, wenn du verkaufen würdest. Die Jungs gucken sich dann wahrscheinlich den Bitcoin-Preisschatter und denken sich so, ach du Idiot, wir haben es dir gesagt. Und jetzt bist du dick im Minus. Was mache ich jetzt? Du hast zwei Optionen. Du kannst sagen, ich verkaufe im Minus. Und wenn wir in den Bärenmarkt gehen, auf ungefähr 20.000, 17.000, wer weiß, wohin wir gehen, hier unten irgendwo, dann nehme ich diese 32.000, die ich noch habe, und investiere sie hier neu rein. Wenn der nächste Bullrun kommt und wir dann über 100.000 gehen, dann werden wir sehen, wer am Ende lacht. Oder du kannst sagen, ich halte im Minus. Ich verkaufe einfach nicht. Bitcoin ist digitales Gold. Es ist in Zukunft ein Wertespeicher und ich glaube daran. Mich wird das nicht los. Ist mir egal. Wenn wir tiefer fallen, kaufe ich einfach neu ein. Ich betreibe Dollar Cost Average. Das würde ich persönlich eher empfehlen. Ich bin nicht der Typ vom Mensch, der gerne Minus verkauft, vor allem nicht, wenn ich an eine Asset-Klasse glaube, beziehungsweise auch an eine einzelne Kryptowährung. Und ich weiß, ich äußere viel Kritik, was Bitcoin angeht, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch an Bitcoin. Ich glaube nicht, dass Bitcoin verschwinden wird. Und ich kritisiere letztendlich eigentlich nie Bitcoin, sondern oft die Menschen, die diesen maximalistischen Gedanken haben, die in Bitcoin rein investiert sind. Bitcoin selbst ist ein sehr interessantes Projekt. Nur das Problem mit dem Energieverbrauch, weil sich Maxis so darauf stützen, dass es nur dezentral sein kann, wenn Proof of Work erhalten bleibt oder nicht angreifbar. Das ist oft der Kritikpunkt, wo ich dann manchmal nicht einig bin mit vielen Maxis, aber sonst ist Bitcoin, es ist die erste Kryptowährung und ohne Bitcoin würden wir jetzt nicht hier sein und uns Kryptoinvestoren nennen. Denn auf den Gedanken von Bitcoin haben sich andere Kryptowährungen aufgebaut. Daher, das ist das, was ich empfehlen kann, ne? Ich persönlich verkaufe nicht im Minus. Warum? Weil ich glaube, das Ding wird noch durch die Decke gehen. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Musst du das genauso machen? Kann ich dir nicht sagen, mein Lieber.
Du kannst auch ein Minus verkaufen und sagen, ich gehe für immer raus, ich will Kryptos nie wieder anfassen, was ich nicht empfehlen würde, denn diesen Fehler, den du gemacht hast, haben wir alle gemacht. Habe ich auch 2017 gemacht, das ist eine ganz normale Geschichte. Aber wenn du lang genug hältst und dir anschaust, was Bitcoin über die Jahre hinweg gemacht hat, dann siehst du, dass trotz 86%iger Fall von dem 2013er Bull Run Top, trotz 84%iger Fall vom 2017er Top, wir immer höher gegangen sind als die letzten All-Time-Highs. Immer höher als die letzten All-Time-Highs. Und wo sind wir jetzt? Wir sind hier oben irgendwo. Das letzte All-Time-High war bei 20.000. Trotz einer 50%igen Korrektur sind wir nur auf 34.000 hier runtergefahren. 32.000 meine ich. Langfristig gesehen sieht das Ganze ganz anders aus. Aber wir gucken uns das meistens kurzfristig an, weil wir über Nacht Millionäre werden wollen. Das ist das Riesenproblem. Aber ja, mein Lieber, musst du halt dann wissen, was du machst. Ich würde keinen empfehlen, ein Minus zu verkaufen. Noch einmal, wir haben viele neue da. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, auf unseren neuen Partner hier, Bitwavo. Wenn ihr eine EU-regulierte Exchange nutzen möchtet, die direkte Euro-Überweisungen annimmt, die super transparent ist, mit sehr geringen Handelsgebühren von 0,03% bis 0,25% und mit der niederländischen Zentralbank zusammenarbeitet, dann nutzt diese sichere Exchange. Es haben viele, viele von euch zurzeit nachgefragt, gerade welche Exchange sollen wir nutzen, was ist sicher. Das ist auf jeden Fall eine sichere Exchange und das sagen wir nicht nur, weil sie unsere Partner sind. Wir haben sie nachgeprüft und nachgecheckt und tatsächlich ist es eine der sichersten Varianten, Kryptos in Europa über eine Exchange einzukaufen.